Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, genau, von Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Wir sind wieder da und wir werden in dieser Folge die letzten zwei Aufträge machen, die wir hier noch haben. Bevor wir das tun, quatschen wir nochmal mit dem Typen hier, füllen wir unsere ganzen Messer und alles auf. Ich glaube, Sie werden sehr zufrieden sein. Halt's Maul! Und dann wollen wir mal gucken. Das war, wie gesagt, in dieser Folge den Frachtdiebstahl hier noch beenden. Das ist eine ägyptische Beutekunst, heißt dieser. Und da bewegen wir uns dann gleich mal hin und machen den Auftrag noch. Und dann machen wir noch den anderen. Wir haben noch eine andere Mission, die wir zu tun haben. Die andere mache ich, wie gesagt, offscreen. Weil die haben wir schon gemacht. So, dann düse ich da mal eben schnell hin. Und dann wollen wir auch noch mal gucken, was das so wird hier. Was das so wird. What's going on? Okay. Au. Was jetzt? Ah, ich bin mit dem Köppers gegen die Wand geknallt, aber gibt es da ja nicht. Okay. Wir müssen also die Küche entführen. Aber als allererstes mal. Whoops. Guck mal, vielleicht klettert der jetzt da hoch. Und guckt, was mit der Mutti passiert ist. Macht er natürlich. Ja, macht er doch. Sehr gut. Was? Wer ist hier tot? Das ist wirklich lustig. Schnauze. Hat jemand mitgekriegt? Keiner mitgekriegt. Sehr gut. Okay. Oh, Stone Cold. Ich habe Stone Cold gehört. Stone Cold! Stone Cold! Mann! Was für eine Pissbirne, Alter. Ist das dein Scheiß Ernst? Doofkopf. Alter, lass doch den Scheiß liegen! Hä? Junge? Werf doch! Was ist mit ihr denn los? Alter. Piss dich. Mein Gott, mach ich das halt eben. Ich hab doch ein Pferd getötet. Schon wieder, ich hab schon wieder ein Pferd getötet, Mann. Das Ding ist, wir kommen halt nicht voran, ne? Mit einem Pferd ist das jetzt nicht so geil. Wir fahren hier lang. Haben wir noch auch Bomben? Ja. Ich hör auf! Alter! Ihr Pisser! Moment. Yo! Alter. Ja, mit einem Pferd ist scheiße, ne? Kannst du eigentlich vergessen. Dann sind das halt echt coole Typen. Die da drauf voll abgehen, weißt du? Voll die Maggers und so. Schreiende Maggers. Das machen wir gleich. Wir kommen gleich zu euch, ihr verbissene Frauen. So. Jetzt einmal durchlassen, bitte. Danke. Na komm. Jo, der trifft auch noch, weißt du? Sicher. Na komm. Komm schon, Pferdchen, du schaffst das. Auch wenn du alleine bist, aber... Oh, das schaffen wir. Ja, wir schaffen das. Na komm schon. Ach, da kommt ja schon wieder der nächste, ey. Das kann doch nicht sein. Na komm. So. Bevor der mir das hier wieder versaut, ey, ganz ehrlich. Ich komme hier nicht rum. Alter, ich komme nicht rum. Da ist schon wieder der nächste. Naja, hier. Ja, Mädchen, schieß! Ich kann nicht schießen. WTF? Ja, die macht nix. Ja, mach halt nix. Alter. Gib mir den Piss. Ja, ja, mach, komm. Mach, du alter Ziege. Scheiße, ich helfe euch!
Halt deine Schnauze, alte Fotze! So. Ach, der hat meine Kutsche entführt. Ach so! Klar. Das kann er, weißt du? So. Jetzt lutscht mir den Sack, Alter. Gutes Mädchen. Naja. Warum schießt die denn nicht? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Warum die nicht schießt? Ich habe keine Ahnung, warum, was sie da macht. Das hat doch so gut geklappt. Zack. So, was willst du? Was ist dein Problem, ne? So. Und du? Schiebst du dich hinter deinem Pferd, du kleine Sau? Ich glaub's ja wohl nicht. Boah. Was für eine nervige Mission einfach nur. Naja, scheiß drauf. Wir haben es geschafft und haben den Messingschlagring der Kritiker bekommen. Das ist doch cool. Hat sich doch der ganze Aufwand gelohnt. Für einen verschissenen Schlagring. Ich bin froh, dass wir diesen Schlagring bekommen haben. Ich bin so froh. So froh. Okay. Was haben wir hier noch? Wir haben noch diese Mission hier. Das ist die vorletzte. Eigentlich ist es die letzte, aber es ist die vorletzte. Nee, eigentlich ist es die letzte. Aber es ist die vorletzte. Worum ist richtig? Und sie heißt Vermisste Frauen. Mal wieder sind Frauen abhanden gekommen. Mal wieder liegt es an uns, sie zu finden. Weg. Wir haben einen Fahrstil drauf, ne? Weg. Wir müssen hier durch. So, dann geht's in der nächsten Folge auf jeden Fall mit der Hauptmission weiter. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Da wird so einiges anfallen, glaube ich. Wir sind ja in der Welt des Rippers gewesen in der letzten Folgen. Boah. Richtig krass, Alter. Richtig krass, ey. So. Brauchst du die Mission? Hallo. Was willst du denn jetzt von mir, Mann? Wenn Sie Ihr Benehmen nicht ändern, muss ich notgedrungen Gewalt gegen Sie einsetzen. Was ist das, was du gerade machst? Was ist das, was du gerade machst? Was ist das, was du gerade machst? Hast mich angefasst, Mann. Niemand fest Evie Fryern. Außer Henry Green, der darf das. Niemand wird die Gentlemen aus der City of London verdächtigen, Prostituierte verschwinden zu lassen. Ein Entführerring beschafft Frauen für das allgemeine Vergnügen der Reichen. Lassen Sie sie nicht damit davonkommen. Okay, dann mal auf. Bitte helfen Sie. Sie will doch nur leben wie wir anderen armen Dinger auch. Ich finde sie. Versprochen. Aha. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, wo ist denn unsere Kutsche? Wobei, laufen wir dahin oder fahren wir dahin? Ich weiß es nicht. Ah ja. Die entführte Prostituierte aufspüren, alles klar. Es ist eh wieder die ganz letzte. Das weiß ich jetzt schon. Oh, das ist diesmal aber nicht so einfach. So. Ja. Na, haut der freiwillig ab. Du nicht. Okay. Huch. Was ist denn jetzt? Wurde das zurückgesetzt? Habe ich was falsch gemacht? Aber wir dürfen wahrscheinlich nicht auffliegen, ne? Tolle Wurst. Ja. Schnauze. Gehen wir noch auf den Sack. Alte Ziege. Kacke, Mann. Ich dachte, wir können da die Angstbombe schön schmeißen, dann sind wir die nämlich relativ schnell los. Oder müssen wir es halt wieder mit den Wurfmessern machen. Ist vielleicht nicht die schlauste Idee, das direkt auf der Straße zu machen. Vielleicht ein bisschen auffällig.
So ein bisschen. Ja, ja, bin doch schon dabei. Ich komme, ich bin unterwegs. Pam! 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 Na komm, ob es. Ups. So, die. Ach, die Kutsche nicht zerstören dürfen wir, okay. Alright. Und. Flops! So, gehen wir uns mal die Kutsche holen, oder was? Was? Alter. Hey, are you right? Na komm. Hey, wer fährt die Kutsche denn bitte? Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, wir haben den Typ gehüllt, der die Kutsche gefahren hat. Das verstehe ich jetzt nicht. Naja. Aber wir holen die ja gar nicht ein. Na doch, ein bisschen. Ein bisschen kommen wir dran. Ah ja, macht ihr mal. Macht ihr mal. Sag mal, kann es sein, dass dieses Spiel durchweg verbuggt ist? Was war das denn jetzt? Nur nochmal zum Mitschreiben. Wir haben die richtige Kutsche gefunden. Wir töten den Fahrer der richtigen Kutsche. Und das Ding dürfte eigentlich nicht fahren. Die Kutsche fährt aber los und fährt geradewegs in ein instabiles Gebiet, wo wir nicht rein können. Und somit können wir auch die Kutsche nicht verfolgen. Und somit ist die Mission beendet. Sorry, aber... Hä? Hä? Mal davon ab, dass die Kutsche eigentlich hätte gar nicht losfahren dürfen. Ja. Was, soll ich dazu noch sagen? Ich probiere es jetzt noch einmal. Wenn es jetzt wieder nicht geht, dann... Ganz ehrlich, dann leckt mich. Dann können die Missionen mich echt mal fett am Arsch lecken. Weil da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich echt keine Lust drauf. Das Spiel ist echt hart verbuggt hier, also mit Jack the Ripper. So geil der DLC auch ist, aber es ist verdammt, verdammt verbuggt. Ich frage mich echt manchmal, dass der Praktikant alleine entwickelt, ohne Qualitätskontrolle, ohne alles. Wahrscheinlich scheißegal, hauptsache mal rausgehauen. DLC war wahrscheinlich schon fertig, als das Spiel auch rauskam, wie es halt immer ist. Also das ist echt nervig. Aber nun gut. Wir müssen hier lang. Ups. Weg. Pisst euch. Weg, 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 weg. Okay. Ich heiße nicht Miss Evie, ich heiße Miss Fryman. Na, ihr Pisser. Okay. Also dann, wir probieren es noch einmal. Machen wir wieder die gleiche Art und Weise, nur töten diesmal den Kutschentypen nicht. Also den Mann, der in der Kutsche steht oder sitzt. Den töten wir diesmal mal nicht. Mal schauen, ob das dann was wird jetzt. Oh, na egal, scheiß drauf, komm. Das wird zu blöd. Das ist mir echt zu blöd. Zack. 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 Nein! Zack. Zack. So, das waren alle, ja? So, welche Kutsche müssen wir entführen? Diese hier, okay. Ach, die fährt gar keiner. Okay. Ich wollte gerade sagen, und wohin muss ich mit dieser Kutsche jetzt? Okay, die Kutsche anhalten und jetzt? Oh, ist das dein Scheiß Ernst, du Pisser? Hm?
Ah, da kommen sie wieder. Scheiße, wir haben keine mehr. Aber wir haben noch unsere Pistole. Ja, was? Sag nochmal. Ich habe mich nicht verstanden. Pisser. Nein, mach die Kutsche auf, komm. Lass diese scheiß Mission bitte endlich beenden. Ja. Sie sind jetzt sicher. Ich wäre längst tot und vergessen, wenn Sie nicht wären, Miss. Ich kann Ihnen nichts außer meinen Dank geben. Ja. Herzlichen Dank auch. Herzlichen Dank. Boah. Also jetzt gegen Ende, muss ich sagen, war die Mission doch ein bisschen nervig alle. Weil sie halt teilweise echt total laggy und verbuggt waren. Das muss doch nicht sein. Das kann man doch auch besser machen. Also, finde ich. Ja, aber gut. Passt ja. Alles gut. Wir haben es geschafft und das ist die Hauptsache. Und ich glaube, wenn ihr diese Folge seht, könnte sogar schon eine neue DLC draußen sein. Der letzte Maharaja. Welcher dann auch, glaube ich, gleichzeitig der letzte DLC für Assassin's Creed Syndicate ist. Ich weiß es aber gar nicht. Ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass es nicht so ist. Nemo? Kann auch sein, dass es nicht so ist. So, wir blicken in die Ferne. Und ich verabschiede mich von euch. Ich weiß, die Folge ist ein bisschen kürzer gewesen als sonst, aber das ist doch nicht schlimm. Denn es ging einfach nur darum, die letzten zwei Missionen noch zu machen. Und naja, wie gesagt, wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.